Hallo, mir ist beim gestrigen Video was aufgefallen und heute bereite ich gerade das Photoshop-Tutorial vor. Das heißt, Vorbereitung von Fotos, Bildern, Bitmaps, wie auch immer ihr sie nennen wollt, im Photoshop zum Lasern. Und mir ist aufgefallen, dass wir, glaube ich, nicht auf dem gleichen Niveau reden. Also wir müssen vielleicht erstmal ein paar Abmachungen treffen, über was wir reden. Und ich habe mir gestern auch einen kleinen Fauxpas geleistet, den ich hier heute erklären möchte. Letztendlich geht es mir um die Werte PPI, Pixel per Inch, DPI, Dots per Inch und die Umrechnung von DPI auf das Rasterintervall. Dann haben wir noch ein paar Seiteneffekte, zum Beispiel die maximale Auflösung des Lasers. Wo liegt die? Ich habe herstellerabhängig erfahren 1000 DPI. Aber 1000 DPI, wenn man das umrechnet in das Rasterintervall, ist so klein, dass die Laserdicke an sich diesen Wert um das Vielfache übertrifft. Und dafür sollten wir jetzt erstmal, um in dem gleichen Kontext zu reden, definieren, was PPI und DPI ist. Ich sage, PPI, Pixel per Inch, gilt nur für unsere Fotos, Bilder, Bitmaps. Im gestrigen Tutorial hatte ich gesagt, das Foto, was wir da reingeladen haben von Herrn Kepler, hat 600 DPI. Das streichen wir mal aus dem Gedächtnis und wir sagen, das hatte 600 PPI. Die Maschine hat davon unabhängig auch ein Rasterintervall, den man in DPI ausdrücken kann, in Dots per Inch. Und Dots per Inch kann man umrechnen auf diesen Millimeterschritt. Wie machen wir das? Wir nehmen 600, teilen das durch 25,4 mm. Dann kommen wir von DPI, Dots per Inch, auf Dots per Millimeter, weil die Umrechnung von einem Inch auf einen Zentimeter ist 1 zu 2,54. Wenn wir von dem Wert dann den Kehrwert bilden, dann haben wir das Intervall, was wir im Scan-Modus im Raster einstellen müssen. Und ich habe das mal gemacht, habe das mal hier aufbereitet in der Liste und habe für gängige DPI-Werte der Maschine mal die Intervalle berechnet. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Auflösung von 1000 PPI extrem gering ist. Ich glaube nicht, dass die Gravurqualität da noch steigerbar ist. Und das müssen wir jetzt auch in diesem Tutorial mal ausprobieren. Das heißt, wir müssen mal das gleiche Foto mit vielen DPI-Werten lasern und mal gucken, wo ist denn die Grenze. Wir sehen ja hier auch, dass es auch extrem zeitabhängig ist. Ob ich mit 1200 oder mit 600 oder auch mit 100 DPI nur mit dem Laser irgendwas graviere. So, ich verrate euch noch schnell das Fauxpas von gestern. Wir hatten das Bild also mit 600 PPI eingeladen, hatten das Intervall aber nur auf 0,1 mm gestellt. Wenn ihr clever wart, seid ihr selbst drauf gekommen, was passiert ist. Wenn ich das Intervall von 0,1 mm zurückrechne, dann komme ich nur auf 254 dpi. Das heißt, wir hatten einfach einen enormen Informationsverlust. Deswegen habe ich, damit es mir und euch in Zukunft nicht mehr passiert, 4 Schritte überlegt in ein besseres Gravurleben. Also, Schritt 1, wir laden die Bitmap ein. Klar, und es steht ja auch schon fest, wie groß sie werden soll, wo wir sie drauf gravieren. Schritt 2, wir definieren die Größe. Dann Schritt 3, wir legen über den Bitmap-Handle die PPI fest, mit der wir die Gravur aufs Holz bringen möchten. Und Schritt 4, wir legen dann in den Maschinenparametern über das Intervall, also in den Scan-Parametern, fest, mit wie viel DPI wir scannen möchten. Und das sollte dem DPI-Wert entsprechen, der der PPI-Wert des Fotos ist. Und dann haben wir auch keinen Informationsverlust. So, schnell in Adiworks, ich zeige euch dann noch ein paar Tricks. So, in Adiworks habe ich den ersten Schritt für euch schon mal durchgeführt. Das heißt, das Bild eingeladen. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das funktioniert. Im zweiten Schritt sollten wir jetzt die Größe über diese beiden Parameter bestimmen. Ich will euch vorher nur was zeigen. Wir klicken auf das Bitmap-Handle und man sieht hier, dass die Auflösung wiederum bei 600 ppi, Pixel per Inch, liegt. In der vertikalen und in der horizontalen. Wenn ich jetzt das Bild größer ziehe, dann sehen wir im Bitmap-Handle, dass der PPI-Wert immer kleiner wird, weil die Pixel ja gleich bleiben. Das klappt andersrum natürlich auch. Dann wird das ein sehr hoher PPI-Wert. Hier sind es in dem Fall dann 529 PPI. So, im zweiten Schritt wählen wir bitte die Größe aus. Ich sage jetzt, der soll auf ein Brettchen, was 100 mm ist. Jetzt setze ich über den Bitmap-Handle hier den PPI-Wert. Und wir sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel, die Maschine soll jetzt mit 300 dpi abrastern. Das heißt, hier setze ich vorher Set Output Resolution auf 300, gehe auf Apply to View. Es geht natürlich auch mit allen anderen Werten. Ihr könnt ja auch nur 30 eingeben oder auch wieder 300. Denkt dran, wenn ihr das zur Quelle appliziert, müsst ihr das Bild neu einladen. So, ich gehe jetzt in den Dithering Filter,
mache eine Dot-Grafik und appliziere die und mache OK. Das sind jetzt 300 ppi. Und jetzt muss ich den Wert aus meiner Tabelle ablesen. Da steht bei 300 dpi 0,0846. Ich gehe hier in den Scan-Modus und gebe hier 0,0846 ein, weil ich das schon vorher einmal gemacht habe. Steht das da noch? Und jetzt fährt die Maschine auch mit 300 dpi. Das heißt, wir haben keinen Informationsverlust. Jede Linie hier in diesem Bild entspricht jetzt auch eine gefahrene Linie vom Laser. So, ich habe jetzt mal die 6 Fotos, die wir als nächste gravieren, hier reingeladen. Ihr seht schon den Qualitätsunterschied. Es fängt an oben links mit 1200 ppi, geht dann auf 600 und auf 400 nach rechts. Und unten links sind 300, in der Mitte 200 und dann 100 ppi. Wobei 100 ppi hier, seht ihr, die schlechteste Auflösung hat, im Gegensatz hier zu 1200 ppi. Wie habe ich das gemacht? Ich habe über die Bitmap-Handle die ppi-Wert eingestellt hier. Und dann eine Punktgrafik appliziert, und zwar bei allen Fotos. Und habe dann aus unserer Liste, in der wir das Intervall errechnet haben, für jedes verschiedene Foto einen Layer gemacht. Den seht ihr hier oben rechts. Wir gravieren alles mit der gleichen Geschwindigkeit und der gleichen Kraft, der Laserstärke. Und habe dann die Intervalle geändert. Hier für 1200 ppi hatten wir ja gesagt 0,0211 mm in dem Fall. Und das geht dann runter bei 100 dpi bis 0,2504 mm. Was ist jetzt das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist jetzt, in diesem Tutorial diejenige Gravurqualität festzustellen, die wir noch gut finden. Das heißt, wir vergleichen nachher 200 mit 300, 300 mit 400, 400 mit 600 dpi. Und wenn wir zum Schluss kommen, dass von 200 auf 300 dpi kaum noch Verbesserungen in der Gravurqualität vorhanden sind oder entstehen, dann können wir in Zukunft immer mit 200 dpi gravieren. Wir haben auf der einen Seite eine extreme Zeitersparnis und auf der anderen Seite brauchen wir dann gar nicht 1200, 600 und 500 dpi und was wir noch alles haben. So, das machen wir schnell und dann gucken wir uns das Resultat an. So, ich muss ganz kurz was dazwischen schieben. Ich habe 1200 dpi versucht zu gravieren, klappt nicht, der Speicher der Maschine überlastet. Woran erkenne ich das? Passt auf, ich starte einen Job. Wenn ich die Maschine jetzt bewege, klappt alles so, wie es klappen sollte. Ich positioniere die Maschine, setze den Nullpunkt und jetzt lade ich das Programm rein. Sobald ich das Programm reinlade, ist der Speicher überladen. Ich habe jetzt das Programm nach dem Reinladen gestoppt, verlasse es. Wenn ich die Maschine jetzt verfahren möchte, ich verfahre die Maschine jetzt in X und ihr seht, sie macht ganz komische Geräusche. Heißt, wir lassen die 1200 dpi aus und gehen direkt runter auf die 600 dpi. Ich hoffe, damit klappt es besser. Okay Leute, es ist spät, aber willkommen zum Fazit. Ihr habt ja gesehen, die 1200 dpi, die klappen nicht. Der Laserspeicher reicht dafür nicht aus. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil das 600 dpi, ich gehe wieder mal zur Seite zum Einblenden, die Gravur mit 600 dpi schon extrem fein aufgelöst ist. Und zwar so fein, dass der Laser dicker ist als das Intervall, was gefahren wird und deswegen immer wieder über die gleichen Stellen drüber fährt. Und deswegen gibt es einen total krassen Tiefeneffekt. Zum 400 dpi Bild, rein auflösungstechnisch, sehe ich keinen Unterschied. Dadurch, dass der Laser aber bei 400 dpi nicht so oft über die gleichen Stellen drüber gefahren ist, habe ich keinen großartigen tiefen Kontrast. Das gleiche gilt für 300 dpi im Vergleich zu 400 dpi. Ich sehe hier fast keinen Unterschied in der Auflösung, selbst wenn ich ganz genau hingucke. Das heißt, der einzige Unterschied ist die Laserstärke, die ich auch dadurch wieder kompensieren kann, dass ich einfach die Laserstärke ein bisschen anhebe bei 300 dpi. Anstatt dass ich mit 20% Laserstärke graviere, werde ich dann einfach die Laserstärke auf 30 oder 35% anheben. Jetzt kommen wir das erste Mal dazu, dass man in der Gravurqualität einen Unterschied sieht zwischen 200 und 300 dpi.
Da sehe ich einen klaren Unterschied und das heißt für mich in der Zukunft mein Tipp 300 dpi. Denn zu 400 dpi hoch gibt es keinen großen Qualitätsgewinn mehr, aber auf 200 dpi runter gibt es einen Qualitätsverlust. Ich habe aber trotzdem noch die 100 dpi gemacht und ich muss sagen, ich bin von den 100 dpi auch sehr überzeugt. Warum? Erstens, ultraschnell. Das ging ruckzuck. Und es hat auch einen richtig coolen kleinen Pixeleffekt dabei. Aber weil der Laser wirklich nur einmal drüber ist und dann im Intervall einen weitergegangen ist, ist es sehr schwach aufgelasert bei 20%. Deswegen habe ich noch zum Vergleich mit 100 dpi einmal mit 40% mit doppelter Laserstärke gelasert. Und das ist auch ein cooles Ergebnis, oder? Ich werde in Zukunft die 300 dpi benutzen, wenn ich eine hohe Gravurqualität erreichen möchte, wenn es schnell gehen soll und ich einen gewissen Look erreichen möchte, so ein bisschen verpixelt, so ein bisschen Gameboy-Style, dann gehe ich auf die 100 dpi und wenn ich einen relativ starken Tiefenkontrast reinhaben möchte in meine zweidimensionalen Bilder, dann gehe ich auf die 600 dpi. Das dauert aber extrem lange. Wenn euch das gefallen hat und ihr folgt mir noch nicht, dann folgt mir und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Tschüss!